Herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie Mord im Orient Express. Da sind Sie ja endlich. Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Wir haben gerade die Polizeistation verlassen. Wir mussten der italienischen Polizei erklären, dass wir keine Mörder sind. Was? Ein weiterer Mord? Ich erzähle Ihnen alles, sobald wir unterwegs sind. Sind alle Passagiere und das Personal an Bord? Ja, sind alle ihr. Wir warten nur auf Sie. Hervorragend. Wir sollten keine Zeit vergeudeln. Wir werden in Lausanne einen längeren Zwischenstopp als üblich einlegen müssen. Was? Wie lange? Lang genug, um ein paar Bankgeschäfte in Genf zu erledigen. Aber das ist Wahnsinn! Ein 13. Mörder von Ratchet? Mon ami, er war nicht besonders beliebt. Aber Monsieur Michel hätte gesehen, wenn jemand Ratchets Abteil betreten hätte. Und es gab noch 10 weitere Personen, die sich dort tummelten. Und darauf warteten, ihn zu erstechen. Wie hätten sie einen ungebetenen Mörder nicht bemerken können? Ja, er hat ja gesagt, dass er mit dem Rauchen beschäftigt war. Aber wenn er einer der Mörder natürlich war, dann hat er eine Falschaussage gemacht. Pierre Michels Aussage ist natürlich falsch. Er war aktiv an dem Mordkomplott beteiligt. Ich muss seine wahren Bewegungen herausfinden, um zu verstehen, wann unser 13. Mörder unentdeckt agiert haben könnte. Befindet sich der Mörder noch an Bord des Zuges? Kann er ja eigentlich nicht, weil der 13. Mörder, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist doch derjenige, der den einen jetzt gerade erstochen hat, oder nicht? Andererseits, wenn er das schon so fragt, also ich habe so verstanden, dass der 13. Mörder jetzt derjenige ist, der den einen erstochen hat. Deswegen würde ich jetzt Nein sagen. Aber ich denke mal, er sagt jetzt Ja. Kann ich auch gar nicht bestätigen. Poirot bleibt konzentriert. Wir haben Beweise, dass er noch immer im Zug ist. Ui, er ist mit größter Sicherheit wieder zum Zug zurückgekehrt. Wie können Sie sich sicher sein? Es ist offensichtlich. Ich meine... Ich hoffe, Monsieur Poirot sieht das auch so. Bitte fahren Sie fort, Ermittlerin Locke. Naja, habe ich mir schon gedacht, dass er das anders sieht. Welchen Beweis gibt es, dass er noch an Bord ist? Oder wieder an Bord? Wenn die jetzt gesagt hätten, wieder, hätte ich gesagt, ja, kann sein. Er rannte in Richtung des Bahnhofs. Seine beste Möglichkeit, Italien zu verlassen, ist an Bord dieses Zugs. Ja, ist er Richtung Bahnhof gerannt? Ich bin mir nicht sicher. Während ich ihn verfolgt habe, ist er eindeutig in Richtung des Bahnhofs Venedig gerannt, wo der Orient-Express wartete. Gut möglich, aber das ist kein echter Beweis, Mademoiselle. Dies ist ein französischer Zug. Der Mord fand in Slowenien statt. Und die Leiche befindet sich in Italien. Die Zuständigkeit wird nicht geklärt sein, bis der Zug Paris erreicht. Der Mörder wird vermutlich zufrieden im Zug ausharren, bis wir Paris erreichen. Wo er dann verschwinden kann. Das ist gewiss eine Möglichkeit, aber wir haben keinen Beweis. Oh. Alle Passagiere und das Personal sind an Bord. Wenn der Mörder von Mr. Wardy in Venedig geblieben wäre, hätten wir sofort gemerkt, dass jemand fehlt. Und wir hätten die Behörden informieren können. Ich verspreche Ihnen, dass ich sichergestellt habe, dass alle an Bord sind, bevor wir losgefahren sind. Burg, beruhigen Sie sich. Mich beruhigen? Aber wir sind wieder da, wo wir angefangen haben, mon Dieu. Es gibt noch einen weiteren Mörder an Bord meines Zuges. Einen Augenblick. Kann ich meine Meinung über mein Urteil noch ändern? Können wir alle an die Polizei übergeben? Alle? Auch uns selbst? Was? Nein, ich... Nein. Oh, es ist ein Albtraum. Treten wir mal einen Schritt zurück, mon ami. Beginnen wir damit, alle Geschworenen im Fall Ratchet auszuschließen. Was?
Wer sind die 12 Personen, die sowohl Ratchets Geschworenengericht als auch seine Henker waren? Also die, die ihn getötet haben, quasi. Moment, sie hat es, glaube ich, zugegeben. Sie war es auf jeden Fall. Er war dabei. Er war dabei. Masterman hatten wir, glaube ich, nicht. Oder wie war das nochmal? Sie war das auf jeden Fall. Er war es. Der, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, eigentlich sie ja auch, obwohl sie es nicht gemacht hat. 9. Ich nehme sie jetzt mal mit rein, weil sie es machen wollte, aber sie hat ja halt nicht zugestochen. Das wären dann 10. Also ich hätte jetzt die beiden gesagt, von denen, die hier sind. No, 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 nicht gute. Ja, die eine nimmt er auch nicht an. Das wusste ich schon. Ach so, ja, das war ja sein Freund. Genau. Et voilà. Wenn wir die 12 Geschworenen ausschließen, verbleiben wir mit 7 zusätzlichen Verdächtigen. 7? Das ist immer noch zu viel. Ich stimme zu. Wir müssen die Liste eingrenzen. Verzeihen Sie meine Ungeduld, Poirot. Es ist, als sei mein wunderschöner Zug verflucht. Können Sie einen der 7 entlasten? Nein, er ist ein Verdächtiger. Ich kann ihn nicht entlasten. ja, ich würde jetzt mal sagen, nein, ne? Richtig. Also, ich hoffe es. Book hat hart gearbeitet, um mich an Bord des Zuges zu bringen. Er ist definitiv kein Verdächtiger. Er könnte aber streng genommen auch ein guter Schauspieler sein, muss man ja auch dazu sagen. Sie ist mir zu sympathisch. Nein, sie ist aber auch zu sehr hinter der Sache her. Très bien. Mademoiselle Locke kann keine Verdächtige sein. Sie hat den Mörder von Monsieur Wadi verfolgt. Also ich persönlich würde sagen, ja, er kann auch ein Verdächtiger sein. Denk nach, Poirot. Nicht? Das kann nicht die Antwort sein. Es war Dr. Constantine, der mich auf die 13. Stichwunde aufmerksam gemacht hat. Ja. Das ist, so denke ich, nicht etwas, was er tun würde, wenn er der Mörder wäre. Aber dass er das überhaupt übersehen hat. Ich meine, jeder macht mal Fehler, aber das fand ich irgendwie sehr seltsam. Adäquat. Dr. Constantine hat mich auf die 13. Stichwunde aufmerksam gemacht. Er ist kein Verdächtiger. Et voilà. Es bleiben mir 4 Verdächtige, die ich nun genauer unter die Lupe nehmen muss. Mademoiselle Nitzen, Monsieur Maury, Monsieur Fauché und Gräfin Andrenier. Sie verdächtigen meine Mitarbeiter? Alle 3 haben in Venedig den Zug verlassen, um die Vorräte aufzustocken. Jeder von ihnen hätte sich unbemerkt davon schleichen können. Möglich, möglich. Aber was ist mit der Gräfin Andrenier? Sie haben sie doch selbst entlastet. Ich habe sie vom ersten Mord entlastet. Aber wir wissen wenig darüber, wo sie sich hier in Venedig aufhielt. Also müssen wir noch 4 Verdächtige befragen. Ermittlerin Locke? Ich kann Sie nicht begleiten, Poirot. Mein Vorgesetzter hat in den Nachrichten etwas über den Fall und meine Beteiligung gesehen. Er verlangt eine Erklärung. Wenn ich meine Marke behalten will, muss ich ihn anrufen. Dann müssen Sie das unbedingt tun. Es tut mir leid. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich verstehe das. Ich werde den Anruf aus meinem Abteil tätigen. Wenn Sie nach mir suchen, werden Sie mich dort finden. Ich hasse es, das zu sagen, Poirot. Aber ich muss es tun. Es gibt natürlich einen weiteren Verdächtigen mit einem klaren Motiv für den Mord. Denken Sie an das Lösegeld. Sie meinen Ermittlerin Locke? Wen hat sie dann verfolgt? Wer hat Assis umgebracht? Wir haben den maskierten Mörder beide über der Leiche stehen sehen. Ja. Jetzt ist die Frage, sind die... Wo sind wir überhaupt? Moment, wir sind bei mir. Sind die in ihrem Abteil oder sind die gerade irgendwo am Essen oder... Ich weiß es nicht. Ah, Michel.
Wenn Sie mir erlauben, hätte ich noch ein paar weitere Fragen. Alles, Monsieur Poirot. Wir stehen in Ihrer Schuld. Bitte sagen Sie mir, wo genau Sie sich während unseres Zwischenstopps in Venedig aufgehalten haben? Nachdem die Abteile gereinigt und die Betttücher gewechselt waren, bin ich in meinem Quartier geblieben. Ist Ihnen etwas Besonderes aufgefallen? Ist jemand gekommen oder gegangen? Monsieur Buck hat alle gebeten, in ihren Quartieren zu bleiben. Ich bin gelegentlich durch den Zug gelaufen, um sicherzustellen, dass sich alle wohlfühlen. Oh, ich habe Monsieur Maury gesehen, wie er ganz alleine seine Proviantkisten verladen hat. Ein so großartiger Koch bei einer so unwürdigen Arbeit. Ich hätte ihm ja geholfen, aber Monsieur Buck hatte mir befohlen, unter keinen Umständen den Zug zu verlassen. Monsieur Maury war also gezwungen, allein zu schuften. Mhm. Hallo? Schildern Sie mir noch einmal den tatsächlichen zeitlichen Ablauf der Nacht von Regis Ermordung. Nicht den, den Sie sich ausgedacht haben, um Ihr Verbrechen zu verbergen. Ich habe den Zug in Vinkovci verlassen, um eine Zigarette zu rauchen. Dann bin ich zurück auf meinen Posten. Das war die Wahrheit. Der Zug ist pünktlich abgefahren. Aber dann wurden die Gleise durch eine Lawine blockiert. Um 0.45 Uhr habe ich mich mit Madame Hubbard in ihrem Abteil getroffen, um zu besprechen, wie wir unseren Plan anpassen können. Wegen des Schnees und wegen Poirot. Die kleine Aufführung, die wir für sie inszeniert hatten, musste umgeschrieben werden. Ich habe ihr Abteil ungefähr um 1:15 verlassen. Dann ging der Vorhang auf. Rufe in der Nacht, der rote Kimono, alles nur für mich. Und alles umsonst, wie sich herausstellte. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Michel. Ich bin der Theaterkritiker, den kein Dramatiker in seinem Publikum sehen will. Okay. Schauen, wo die anderen sind. Also, an der Bar sind sie offenbar nicht. Vielleicht sind die am Essen. Können wir mit ihm auch nochmal reden? Sie spielen ausgezeichnet. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Merci. Dank meiner Mutter hatte ich viele Jahre Klavierunterricht. Wenn ich die Gelegenheit bekomme, spiele ich ab und zu in Pariser Clubs. Aber wie Sie sehen, hat es mich nicht reich gemacht. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte nur reden. Erzählen Sie mir von Ihrer Zeit in Venedig. Ich hatte die Erlaubnis von Monsieur Buck, meine Schwester zu sehen. Sie lebt in Marghera, gleich bei Venedig. Sie hat vor ein paar Wochen ein Baby bekommen. Das war meine erste Gelegenheit, meinen kleinen Neffen kennenzulernen. Monsieur Buck hat Ihnen die Erlaubnis gegeben? Ja, Sie können ihn selbst fragen. Das werde ich mit Sicherheit. Zu welcher Zeit sind Sie gegangen und wann sind Sie zurückgekehrt? Ich ging gegen 9:10 und war gegen 11:15 wieder zurück. Als ich zurückkam, hatte Otaru starke Schmerzen. Ich habe ihm den Rücken massiert. Das wäre genug Zeit gewesen, um Monsieur Wadi zu töten und zum Zug zurückzukehren. Okay. Darf ich Ihre Messer sehen? Natürlich, hier sind sie. Wenn Sie nichts dagegen haben? Nur zu. Sie sind unter der Decke. Muss ich aber gleich selber machen, denke ich mal. Erzählen Sie mir noch einmal von dem Pokerspiel in der Mordnacht. Wir spielen regelmäßig, um uns nach einem langen Tag zu entspannen. Mal überlegen. Wir haben gegen 11 Uhr abends begonnen. Wir haben in Vinkovci eine Pause gemacht. Otaru, Pierre und ich. Das Spiel war gegen 2 Uhr beendet. Wir hatten alle ziemlich viel getrunken. Ah, ouais, ich bin für 10 Minuten gegangen, um Champagner für den nächsten Tag kaltzustellen. Das muss etwa gegen 1 Uhr gewesen sein. Gegen 1 Uhr. Okay. Erzählen Sie mir noch einmal von dem Pokerspiel in der Mord. Wir spielen regelmäßig. Das wollte ich abbrechen. Ich bin aber aus Versehen auf A gekommen, anstatt auf B. Aber wo? Der hat doch gesagt, die Messer liegen. Oder liegen die Messer hier drunter? Die liegen hier drunter. Keines davon ähnelt den Wunden auf einer der Leichen. Ja gut, das links ist ja auch kein Messer. Aber gut, keine Übereinstimmung. Heißt natürlich nicht, dass er es nicht war.
als nichts. Nee, das ist die Toilette. Also hier, Knopf oder was war das? So, ihn können wir direkt mal fragen, ob er wirklich die Erlaubnis erteilt hat. Sie haben Fouché erlaubt, Venedig zu besuchen? Also eigentlich Magera. Nicht so weit weg. Es war seine einzige Gelegenheit, seine Schwester zu sehen. Er hat seit Wochen in jedem Zug gearbeitet. Er hatte nie Zeit, das Baby zu sehen. Genug, Bug. Ihr Herz spricht für Sie, aber Ihr gesunder Menschenverstand, er... Bon. Ich weiß. Aber es ist in Ordnung, nicht wahr? Er kam ja zurück. Oh, natürlich ist es in Ordnung. Es sei denn, er hat sich das Baby angesehen, dann jemand anderes getötet und ist dann zum Zug zurückgekehrt. Aber das ist ungeheuerlich. Mord ist immer ungeheuerlich, mon ami. Okay, also das mit der Erlaubnis stimmt schon mal, aber er ist halt eben weg gewesen. Das war doch der Mori, oder? Guten Abend, Monsieur Mori. Ja. Hätten Sie einen Augenblick für mich Zeit? Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Natürlich. Sofern es Ihnen nichts ausmacht, dass das Abendessen ruiniert wird. Ich verspreche, mich so kurz wie möglich zu halten. Also macht's mir nichts aus, keine Sorge. Was haben Sie gemacht, während wir in Venedig gehalten haben? Ich habe mit Freas Hans Hilfe frische Lebensmittel für den nächsten Teil unserer Reise eingeladen. Und da meine Arbeit mitunter, Sie glauben es vielleicht nicht, eine Menge körperlicher Arbeit erfordert, habe ich mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Zum Glück ist Jean mittlerweile sehr geschickt darin, meine Wirbel wieder einzurenken. Jean, ist jetzt die Frage, ist das der, dieser Typ gewesen, dieser Michel, Jean Michel? Doch, das kann sein. Wie Sie wissen, habe ich den Mord an Monsieur Ratchet gelöst. Was für eine Schande. Wie bitte? Dieser Hinterwäldler hat mein Steak-Tatar zurückgehen lassen und Jean gesagt, dass ich es verbrennen soll. Ich werde es zu seiner Liste der Verbrechen hinzufügen. Eine der Wunden auf Monsieur Ratchets Leiche wurde mit einem sehr scharfen Messer mit dünner Klinge zugefügt. Wir haben es noch nicht gefunden. Sie denken, dass eins von meinen verwendet wurde? Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne mal einen Blick darauf werfen. In dieser Schublade. Oh, eine beeindruckende Ansammlung von Messern. Aber Ihre Klingen sind zu breit, um für das Verbrechen benutzt worden zu sein. Noch dünner müssen die sein, okay. Erzählen Sie mir von Ihrem Pokerspiel in der Mordnacht. Wir haben gegen 23 Uhr begonnen, als Jean seine Schicht beendet hat. Wir haben bis ca. 2 Uhr gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Es ist ein bisschen vage. Haben Sie ohne Pause gespielt? Tatsächlich haben wir einmal eine Pause zum Rauchen eingelegt. Jean, Pierre und ich, als wir in Winkowski angehalten haben. Wann war das? Gegen Mitternacht. Jean, Pierre und er. Gegen Mitternacht. Er hat gesagt, dass er mal Champagner geholt hat. Gegen Mitternacht eine Raucherpause. Okay, also das stimmt. Also meiner Vermutung nach stimmt da was nicht so ganz. Was haben wir denn hier? Afferano? Safran. Also, es muss ja ein kleines Vermögen wert sein. Würde man dafür morden? Das ist die Frage. Warum kann ich mir die Sachen jetzt hier alle angucken, beziehungsweise hier alles öffnen? Das ist auch noch eine Frage. Da komme ich jetzt nicht mehr durch, okay. Ich lasse dir das da mal offen, ne? Ist ja alles okay, oder? So, Frage ist jetzt auch, ist sie jetzt da hinten in dem Kofferabteil, sag ich mal? Ja, genau. Bonsoir, Mademoiselle Nitzön. Dürfte ich Sie einen Moment sprechen? Natürlich, Monsieur Poirot. Ich hatte ohnehin noch nicht vor, zu Bett zu gehen.
Nils. Können Sie mir sagen, wo genau Sie sich während unseres Zwischenstopps in Venedig aufgehalten haben? Diese Frage ist einfach zu beantworten. Ich habe nämlich nicht allzu viel unternommen. Also, ich habe Hotaru dabei geholfen, die Lebensmittelkisten auf den Zug zu laden. Hotaru hatte alles, was er brauchte, aber ich musste feststellen, dass die Hälfte meiner Bestellung fehlte. Ich habe mehr als eine Stunde mit dem Zulieferer telefoniert. Leider erfolglos. Ich musste also die Dessertkarte für morgen etwas abändern. Okay, also ich schreibe mir das zwischendurch immer ein bisschen auf, weil ich sonst wieder die Hälfte vergesse. Dr. Constantine hat eine Stichwunde an Ratchets Leiche entdeckt, die offenbar durch eine deutlich dünnere Klinge verursacht wurde als die anderen. Ein Kochmesser vielleicht? Das war exaktement mein Gedanke. Und ich nehme an, Sie möchten jetzt meine Messer überprüfen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Mademoiselle. Ich würde Ihnen gerne meine Kochmesser zeigen, wenn ich welche hätte. Aber ich habe keine. Ich benutze die gewöhnlichen Küchenmesser. Sie können gerne suchen, wenn Sie mir nicht glauben. Verstehe. Alle Messer, die das Personal verwendet, befinden sich entweder in der Küche oder im Barwagen. Mit einer Ausnahme. Die da wäre? Hotaru bevorzugt es, seine eigenen Messer zu verwenden. Monsieur Mori verwendet also nicht dieselben Küchenmesser wie Sie? Meist nicht, nein. Ich weiß, dass er ein Set traditioneller japanischer Messer in einer Schatulle in seinem Zimmer aufbewahrt. Er erlaubt niemand anderem, sie anzufassen. Obwohl, jetzt, wo ich so darüber nachdenke, in letzter Zeit scheint er doch öfter die Küchenmesser zu verwenden. Mhm. Was können Sie mir über Ihr Pokerspiel in der Mordnacht erzählen? Wir haben um etwa 23 Uhr angefangen. In Winkowski haben wir eine kurze Pause eingelegt. Hotaru und Pierre gingen nach draußen, um zu rauchen. Oh, und Hotaru wurde schlecht. Ich glaube, es war ein paar Minuten nach 1 Uhr. Um 1.10 Uhr vielleicht. Er verbrachte ungefähr 15 Minuten im Badezimmer. Aber er wollte trotzdem nicht aufhören zu spielen, weil er gerade eine Pechsträhne hatte. Hatte er danach mehr Glück? Nein. Wir spielten bis etwa 2 Uhr und er verlor jede Runde. Okay, alle drei Aussagen passen nicht so richtig zusammen. Soll ich hier hinten nochmal gucken oder soll ich ihr das jetzt glauben mit den Messern? Also, ich gehe mal davon aus, dass das richtig ist. Das Problem ist, dass der Erste, also der auf dem Gang saß, ich weiß gerade nicht mal, wie er heißt, gesagt hat, dass er kurz 10 Minuten weg war, Champagner zu holen. Dann der Maurice von der Küche hat gesagt, dass Jean, Pierre und er gegen 0 Uhr eine Pause eingelegt haben, aber ansonsten sind sie die ganze Zeit da gewesen. Und sie sagt jetzt, dass Hotaru und Pierre, ich weiß jetzt gerade nicht, wer Hotaru müsste eigentlich der Mori sein, glaube ich, rauchen gegangen sind, also keine drei Leute, und der Hotaru auch noch zusätzlich im Bad für 10 Minuten gewesen ist, weil ihm angeblich schlecht war. Achso, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Kann ich hier irgendetwas noch befragen? Achso, befrage die Gräfin. Moment, Gräfin Andrenjil. Keine Ahnung. Wo ist die nochmal drin? Gräfin? Nee, das war die... Wir waren jetzt die Gräfin. Doch, hier die, ne? Andrenjil. Zimmer 205 hat die. So... jetzt die Frage. Ich sollte dann wahrscheinlich auch nochmal auf das Zimmer gehen von dem einen. Ach so, Moment. Der hat dann aber Zimmer irgendwas mit 300 wahrscheinlich, ne? Andere Personen. Nee, das waren nur die anderen davon. Jean. Der ist Jean. Genau, der soll angeblich mitgeraucht haben. Jean Fouché. Ich schreibe mal den Namen darüber, weil ich den nämlich jetzt nicht mehr wusste. Hotaru, genau, das ist dieser Mori gewesen. Hotaru, schreiben wir auch mal mit dazu. Und von Freya hat aber keiner gesprochen. Schreibe ich aber auch nochmal den Vornamen dahin.
Pierre. Pierre war derjenige, der mit rauchen gegangen sein sollte. Ich bin gerade am Überlegen. Moment. War der das hier? Doch, der war doch derjenige, der seine Schwester besucht haben soll, ne? Und genau, Michel, das habe ich mich extra da reingeschrieben. Michel, der war angeblich, ist nur kurz da durchgelaufen. Okay, die Gräfin, Moment, das wollte ich noch. 302, ja, da müssen wir nämlich nochmal kurz zurückgehen. Da würde ich gerne mal einen Blick reinwerfen. Vorausgesetzt, dass ich das, naja, darf, also dass er das dann auch macht halt, ne? 302. Das ist der hier. So, das dürfte die Schatulle sein, oder? Da können wir nicht ran. Die Schatulle ist mit einer Art Mechanismus verschlossen. Es ähnelt diesem Symbol, das aus drei Kommas besteht. Wie war noch das japanische Wort? Tomoe. Und offensichtlich fehlt ein Teil. Ich wollte gerade sagen, Yin und Yang kann es ja nicht gewesen sein, weil das waren keine drei. Tja, jetzt ist die Frage, wo ist das fehlende Teil? Ist das der Schrank? Nein, natürlich nicht. Ach, das ist das Abteil daneben. Ah, okay. Okay. Es ist einfach so offen, dass man durchgehen kann. Das ist ja blöd. Wo ist der fehlende Teil? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich gerade jetzt nicht beantworten kann, glaube ich. Hm, hier das Kästchen darf ich nicht anvisieren. Das versuche ich schon die ganze Zeit, aber... Ist doch bestimmt in der Küche oder so, oder? Hm. Nee, das ist nur der Plan. Er hatte ja auch was gesagt mit der Toilette. Falls er denn auf Toilette war, zum Beispiel um sich umzuziehen oder was weiß ich was. Da ist nicht der fehlende Teil. Da oben ist auch nicht. Kann jetzt immer noch nicht an ihm vorbei. Boah, guckt er mich grimmig an hier. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich ihn nochmal drauf ansprechen, aber das ist anscheinend auch nicht. Also, das ist was mich jetzt gerade... Ich bin auch schon die ganze Zeit gucken, ob da irgendwie was drin sein könnte. Warum leuchtet das jetzt hier so? Das ist nur Zufall, oder? Jetzt kann es aber auch nicht sein, dass man das hier... Oder das ist eventuell hinten im Lager. Da könnte ich jetzt nochmal kurz gucken, bevor ich jetzt ganz nach vorne laufe. Dass man vielleicht doch irgendwo was dazwischen noch hat. Aber warum sollte er das im Lager aufbewahren? Ich meine, dann könnte das ja jeder im Endeffekt mitnehmen. Das wäre jetzt auch dumm. Ich gehe mal stark davon aus, dass er das halt dabei hat. So, dass man das sonst nicht öffnen kann. Oh, ich kann nochmal mit dir sprechen. Nee. Aber mit nichts Neuem. Okay, dann gucke ich hier doch nochmal eben. Er hat ja auch irgendwie umgeräumt, aber ich schätze... Oh! Eine weitere wunderbare Trophäe für meine Sammlung. Magnifique. Ja, wunderbar. Wir haben zwar überhaupt nichts hinbekommen, was wir jetzt versucht hatten, aber immerhin habe ich noch einen Schnurrbart gefunden. Das ist schön.
Wobei ich tatsächlich mal irgendwann im Nachhinein nochmal alles durchlaufen muss und die restlichen Schnurrbärte suchen muss. Also. So, das heißt, dass wir jetzt mit der. Ja, welche Zimmernummer hatte die jetzt nochmal? 205. Ich wusste nur noch, dass die irgendwo bei mir in der Nähe war, aber. 205. Warum sollte der das irgendwo liegen lassen? Ich gehe stark davon aus, dass der das wirklich mit dabei hat. Ich gehe jetzt nochmal eben mit ihr reden. Und da müssen wir auch mal langsam aber sicher die Folge beenden danach, weil wir doch schon sehr, sehr lange, ist es 205? Wieder drin sind. Natürlich ist sie nicht ansprechbar. Doktor, ich muss Gräfin Andrenyi befragen. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein, Monsieur Poirot. Die Gräfin hatte eine Panikattacke, als wir in Venedig angekommen sind. Sie hatte Angst, dass die Polizei sie und ihren Mann abholen würde, obwohl sie ihre Ermittlungen abgeschlossen hatten. Ich musste ihr ein Sedativum geben. Und seitdem schläft sie. Waren Sie die gesamte Zeit über bei ihr, als wir in Venedig waren? Graf Andrenyi hat mich gebeten, auf sie aufzupassen. Ich habe diesen Raum nicht verlassen. Sie sind der Grund dafür, dass sie in diesem Zustand ist. Bug hat dafür gestimmt, sie alle freizusprechen. Ich habe sein Urteil akzeptiert. Ich habe es ihr gesagt. Ich habe versucht, sie zur Vernunft zu bringen. Wie sehr sie schon gelitten hat. Die Belastung dieser letzten Tage, es war zu viel. Ich verstehe, Graf. Es ist in Ordnung. Ich habe die Antworten, nach denen ich gesucht habe. Ich habe jetzt mit allen gesprochen, aber einiges scheint nicht zusammenzupassen. Ich muss wohl ein paar Dinge erneut überprüfen. Überprüfe nochmal die Messer. Ja, vielleicht kann ich denn Konfrontation mit Mademoiselle Nielsen. Okay. Alibis des Zugpersonals. Da haben wir ja eine Menge. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, das ist ein bisschen sehr nah hier irgendwie. Ich wollte eigentlich nur, dass man ihn ansehen kann, wenn ich hier abmoderiere. Dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und dann in der nächsten Folge die Alibis nochmal genau überprüfen. Wie gesagt, ich habe da schon zwei Unstimmigkeiten gefunden. Das habe ich ja vorhin schon erklärt. Und Mademoiselle, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, mit der müssen wir auch nochmal sprechen. Und die Messer müssen wir dann nochmal überprüfen. Und ja, dann schauen wir mal, was dann dabei rauskommt. Aber wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.